und stürzt ab. Nein. Mir wurde gesagt, ich soll Rainbow Six Siege spielen auf dem Testserver, um PC-exklusiv die Beta, Alpha, was auch immer von Outbreak zu spielen. Was einen Left 4 Dead-Modus in Rainbow Six Siege einbaut. Was eigentlich schon ganz cool ist. Ich habe schon eine Runde gespielt, aber man hat mir gesagt, bevor man wirklich irgendein Spiel spielt, muss man erstmal Packs aufreißen. Weil das gucken sich die Leute gerne an und sofort mache ich hier was Lilanes. Isolation, Epic Headgear. Und was hier drin? Was Blaues. Decontamination Rare Uniform. Und ich habe gehört, bei den Outbreak Packs kann man keine doppelten bekommen. So. Und was gönnen wir uns jetzt? Die komplette Kollektion, ne? 13.800 irgendwas. Korrekt. Richtig. Gut. Im TS sind übrigens Baratur, Comdeles Multipass, Solarius und Ungolf. Das sind eigentlich die, bis auf Baratur, die Experten, die normalerweise diese ganzen Sachen, irgendwas Goldenes. Ich werde meistens nur dazu gezwungen. Rainbow Six Siege spielen. Genau. Die spielen normalerweise das im PvP, aber für mich ist das ja PvP alles nix. Deshalb machen wir jetzt einfach mal alle Packs auf. Die irgendwie insgesamt 100 Euro kosten. Habe ich mal gehört. Sind die blauen Sachen interessant? Nein, das ist normal, ne? Die sind eigentlich alle gut hier. Soll ich einfach dann sagen, oh, ist blau, es ist eine Rare Uniform, schau es dir 2 Sekunden an. Muss ich eigentlich jedes Mal die Sippen machen? Kannst auch. Enter drücken. Enter drücken. Wow! Das nutzt auf jeden Fall Zeit ab. Im Game soll dieser Outbreak muss auch nur 4 Wochen sein. Ich denke, sowas kommt immer wieder mit der Zeit, weil ansonsten ist das ja ungenutzte Arbeit. Ach so, Anhänger oder irgendwie sowas. Hey, Proof, mehr auf den Chat eingehen. Warum? Ich habe gleichzeitig den Stream laufen, wer sich wundert, das ist eine Streamaufnahme hier. Und dann kannst du demnächst in den PvP-Modus mit den ganzen gelben Anzügen rumrennen. Das ist korrekt. Kannst du jetzt sogar schon. Ja. Da bist du so gut erkennbar, dass man dich an den dunkelsten Stellen sofort entdeckt. Sehr schön. Oh, guter Skin. Oh, guter Skin? Keine Ahnung, was gut oder schlecht ist. Muss dir gefallen. Wenn du sagst, sieht gut aus, ist er gut für dich. Es ist alles gelb. Gelb ist nicht so ganz meine Farbe. Vor allem, was sind das? Dekontaminationsanzüge, wo keiner eine vernünftige Atemmaske trägt. Spritz mich mit deinem Gift an! Mit der Atemmaske gibt's ja separat. Ach so, ja, stimmt. Beide rausziehen. Oh mein Gott, ich bin nicht geschützt komplett, wenn ich nicht alle Packs habe. Gehst direkt in die. Direkt ins Match ein. Oh, ich bin tot. Ich habe keine Maske gezogen. Maske kostet 3,99. Hält eine Runde. Stimmt, das war jetzt, glaube ich, dieselbe Person mit einer anderen Maske. Doof, da ich gerade eine Runde gespielt habe, ohne den neuen Skin bei Doc. Ich glaube, deshalb hat der eine mich auch immer die ganze Zeit angeschrien. Zieh dich ordentlich an. Ja, Doc, zieh dich an. Weißt du überhaupt, was du hier machst? Versager. Oh, sehr schön. Eine Maske, wo man das Gesicht nicht hintersehen kann. Das finde ich die besten. Drei, zwei, eins. Kanadier. Da kommen die besten Scharfschützen her. Ach, die ist aber auch schön.
die Retro-Stil. Also Retro-Stil-Skin. Wie das mal so als Laie sagen darf. Jo. Oh, langsam kriege ich einen Krampf in der Hand. Ja, du machst zu wenig Pack-Opening auf deinem Kanal, dann ist man da direkt ausgelaugt. Ja, ich bin auch total, ich schwitze schon im Sitzen. Gold. Hatte ich den nicht schon? Definitiv ist nichts Doppeltes dabei. Fingerwerfer. Erste Wurf. Bam. Nein. Sieh mich an, wie ich Packs aufmache. Bam, bam, bam. Aber ich finde das eine schöne Idee beim Pack-Opening, dass die Farbe schon siehst beim Aufreißen. Dann kann die ja schon einer abgehen vorher. Und was sind die Alpha-Packs? Das ist für die Saison selbst. Ja. Das sind die Standardteile, die man immer kaufen kann. Ach, das ist ja interessant. Die man auch durch die Ingame-Währung erspielen kann, so gesehen. Und auch einfach das Spielen kriegt. So, jetzt passen wir unser Loadout an. Der hat dich vielleicht vor uns angeschrien, weil die in den Gehälter ist. Ich hab jeden gehalten. Ich hab dir sogar vom... Ich hab den sogar vom Boden aufgehoben, immer wieder. Oh ja, oder was mit Shotgun gemeint? Ich weiß nicht, ob Shotgun die beste Waffe für den Modus ist. Ich fand das gar nicht mal unpraktisch vorhin. Okay. Hallo, hier gibt's voll die schönen Outbreak-Skins für die Waffe. Was sind denn Charms? Oh mein Gott, du kannst kleine Anhänger dran machen. Das habe ich gerade nicht verstanden, was da für Sachen kam. Da nehme ich das kleine Mannequin. Ja. Wie man sieht, ich bin Rainbow Six Siege erfahren. Moment, die MP5 muss ich gar nicht ausrüsten. Ach so. Ah ja. Ah, ich weiß. Alles klar. Also von den oberen drei kannst du dir gleich eine aussuchen, welche du nimmst. Oder von den unteren beiden hast du auch noch eine. Oder den Pistole oder den Revolver. Ja, 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 alles cool. Ich weiß das alles. Wo ist das Panoramavisier? Falsches Spiel. Oben rechts. Mein Gott! Nimm Flash-Hider. Ja, ich nehme den Flash-Hider, dann ist das so. Ist einfach das Nützlichste. Das beste Spiel der Welt hat nur noch Pack-Opening. Boah! Jetzt weiß ich, weil ich das erste in der Unity Engine programmiere. Pack und bei Opening? Steam reinmache. The Pack Opening Simulator. Darauf ist doch kein Arsch gekommen! Ohne Scheiß! Aus verschiedenen Spielen Packs öffnen, genau. So was gibt's ja für Handy, glaube ich, dass du so Scheißkram kriegen kannst für unterschiedliche Spiele. Oder ich gehe damit direkt zu EA. Ich glaube, die kaufen mir das sofort ab. Wie ihr habt kein Rage und Hate mehr bekommt. Ihr müsst einfach die ganzen Packs aus... rausnehmen. Ausverlagern. Ja, richtig, auslagern. Kann keiner sagen, da sind Lootboxen im Spiel drin, weil du musst ja ein anderes Spiel dafür spielen. Die Shotgun sieht irgendwie schön aus, aber... Die restlichen Skins, die sind ja nur so einzeln eingefärbt, übergezogen. Und seid ihr noch hochmotiviert? Ah, ich kann gar nicht mein Schild einfärben. Was soll denn das?
Aber da kann sich doch noch verstecken. Verstecken? So, ich glaube, jetzt habe ich alles ausgerüstet und ich sehe ganz anders aus. Ich glaube, Doc, ich war zufriedener, als ich sein Gesicht nicht sehen konnte. Dann setzt ihm eine andere Mütze auf. Warum ist eine andere Mütze? Was ist denn seine Mütze? Ja, wenn du ihn nicht sehen willst, muss ein anderer aufsetzen. Jo, nur vom Umda. So viel Arbeit. Ihr spritzt dann halt die ganze Zombie-Scheiße ins Gesicht. Musst du selber wissen. Doc hat immer ein Visier auf. Das passt auch viel besser. So. Ach, das ist seine Bio. Ich dachte, ich kann eine eigene Bio reinschreiben. Für den Roleplay-Server. So, ich hab's fertig. Damit Leute im Ego-Shooter erstmal meine Geschichte durchlesen. Aufgewachsen in einem Vorort von Pennsylvania. Oh mein Gott, das Match beginnt. Ah ja, der Modus geht übrigens zu dritt. Haben wir ja schon ganz viel erzählt über den Modus. Und das, was links unten steht, ist normalerweise nicht drin. Das habe ich aber eingeblendet. Das sind die aktuellen FPS, die bei mir aber auf 60 gesinkt sind und mein Netding. Und die Operator sind im Modus verfügbar. Lion, Finkel, Smoke, Ash, Doc, Glaze, Ying, Buck, Tachanka und Kapkan. Und wenn jetzt jemand Doc genommen hätte, hätte ich den wahrscheinlich töten müssen. Gut, dass ich ihn nicht genommen habe. Gibt's in der Schwierigkeitseinstellung bei dem Modus nicht. Was, das? Auf dem niedrigen Schwierigkeitsgrad ist Friendly Fire aus. Wie kommst du jetzt auf die Friendly Fire-Frage? Hat bestimmt jemand im Chat gefragt, oder? Bei mir ja, nicht. Weil er gerade gesagt hat, hätte ich jemand töten müssen. Ja, aber ich meine doch nicht im Spiel, was für ein Blödsinn. Da habe ich ja nichts von. Ich vergesse mir was Gescheites anzuziehen. Oh, Doss. Baratur sieht nicht aus wie eine Zombie-Apokalypse. Oh mein Gott, er stirbt, er ist infiziert! Nachlade. Sind das immer wieder andere Karten oder ist es immer wieder hier? Ne, Moment, das ist eine andere Karte, als ich glaube ich vorhin gespielt habe. Es gibt drei verschiedene. Okay. Ich denke mal, wir gehen nicht leise vor, ne? Es gibt ein leise Vorgehen? War das ein Allah Wakbar-Zombie? Ja, die gelben explodieren, wenn die jetzt rankommen. Ach, Barathor hat ja noch gar keine Runde gespielt. Also es gibt welche, denen wachsen einfach nur Sachen. Das ist praktisch so Clicker-like The Last of Us. Es gibt welche, ja, die haben Stacheln auf dem Rücken, die sind gelb, die explodieren. Es gibt sowas wie so ein Shadow. Und es gibt Executes für auf dem Boden. Geh weg! Wir müssen so grob zu dem roten Marker da. Um was zu planten. Warum? Das ist doch eine ganz einfache Lavalampe. Ja. Können wir hier noch Wände verstärken? Zum Einsammeln sind die hier, ne? Ja. Genau, hier wo ich stehe, sind welche zum Einsammeln. Damit können wir noch ein paar Wände zumachen. Und? Gibst du uns jetzt Tipps, welche Wände? Nö. Gut. Dann mache ich einfach irgendwas zu. Ja, wenn, dann soll Ungolf Tipps geben oder so. Ich gucke ja bei mir auf dem Monitor, nicht bei dir. Die können das doch auch erst ganz spät sehen.
Ja, stimmt, das verzögert. Ja. Wo lagen denn die Wände? Ach, da. Da, wo dieses Wagenheber-Symbol ist. Und da vorne auf diesem gelben Punkt könntest du das so machen, oder ja, da rechts, wie du willst. Oh mein Gott, ich hab ja immer noch Barrikaden. Und wenn du vor der Tür stehst, kannst du noch mit Barrikaden zumachen. Nicht an Türen an, sondern an Wänden, die du verbrauchst. Für Türen hast du endlos. Für Fenster auch. Das ist ja schön schnell. Ja. Ja, Türen und Fenster hast du endlos. Sehr schön. Alle bereit? Genau da. Okay, bereit. Ja, bereit. Hold up. I've got heat signatures moving in fast. Hostiles on route. Ja, erstmal ein abchillen. Oh, jetzt werde ich auch noch gestört. Beim Campari trinken. Es fehlt ein bisschen, dass denen die Arme abgeschossen werden können. Ich bin auch ein bisschen Killing Floor verwöhnt, muss ich sagen. Reagieren die Gegner auch auf sowas wie Smoke-Granaten und so weiter, dass sie nicht mehr wissen, wo sie sind? Ja, ein bisschen. Left-Granaten auf jeden Fall, ja. Das ist doch schön. Das sind Sachen, die bei Left 4 Dead ja nie existiert haben. Du hast ja Impact-Granaten. Entweder beachten die Gegner mich nicht oder Solarius zieht einfach alle. Was hast du gefragt? Ich hab nichts gefragt, ich hab nur gemeint, die Gegner beachten mich nicht besonders. Wahrscheinlich, weil die alle an diese Explosive-Sache ran wollen, warum auch immer. Wahrscheinlich ist das das Geschlechtsorgan von allen. Oh mein Gott, sie haben irgendwas an unserem Hoden geheftet. Wir müssen uns verteidigen. Hier kannst du. Da ist was Großes. Da musst du auf den Rücken schießen, das habe ich schon gelernt. Oh Gott! Du kannst die auch ducken. Was kann man? Die normalen kannst du auch ducken. Ja, was macht das denn? Und wenn der Große gegen die Wand. Wenn der Große gegen die Wand rennt. Kann man auch wirklich so von jetzt machen, sehr viel Damage machen. Oh oh. Wir haben den Mexikaner gesagt, das Wasser zu trinken ist nicht gesund. Und er will zu mir? Oh, 5 Minuten und ich verprüge schon die erste Frau. Das wird mir die Rassismusvorwürfe aufwerfen. Es wird im Chat gefragt, was eine Mod ist. Nein, es ist von Rainbow Six Siege der zukünftige Outbreak-Modus. Der während der nächsten Season laufen wird separat. Ein PvE-Modus. Wenn ihr voll taktisch vorgehen wollt, ihr könnt auch mit 6 das Licht ausschalten. Und dann?
Ist das Licht aus? Da werden die Viecher nicht so schnell getriggert. Ah. War nochmal Nahkampfangriff. V. 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 V wie frontal. Ich glaube, wir müssen weiter. Glaubst Meinst du? Ich dachte, wir können jetzt hier bleiben. Eine Familie gründen. Was? 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 Ja, aber Radtour. Du bist dran. Nix. Erstmal einen Kaffee lassen hier. Kostet der. Fühle meinen Samen. Am Arsch! Was denn? Also umso rostiger das Dach, umso feuchter der Keller. Du kleine Rothaarige. Oh, Scheiße, ich bin ja auch noch passend. Ich bin ja auch noch passend gesteckt. Naja, so Leeres aber auch. Was? Ich bin Asiate. Asiate kann beides, ja, die befruchten sich selbst. Ey, weiblich Asiate, passt du fast geil. Total, hat auch super funktioniert. es wird gefragt, dass Multiplayer-LP von Civ weitergeführt wird. Leider ist es aufgrund von Mangel an Gegnern beendet worden. Alle Mitspieler im Civ 6 Multiplayer LP haben mich als zum Sieger gekürt. Nein, einer hat gerage-quittet. Einer hat gerage-quittet und der Rest hat gemeint, okay, du hast doppelt so viele Punkte wie wir aktuell. Ich glaube, wir haben keine Chance mehr. Dabei hätte man sich ja zusammentun können gegen mich. Und halt mit Speerkämpfern gegen meine Panzer kämpfen können. Ich hätte da nicht geheult. Ich hätte bis zum Ende gekämpft. So wie es das gehört für den Imperator. Ich habe ja auch teilweise gelernt von Kleopatra und sowas. Wenn ich mal sterbe, lasse ich mich von einer Kobra beißen, weil das einfach passend ist für einen Anführer. Habe ich gelernt. Eines König würdigt. Würdig, Entschuldigung. Heißt das, in Zukunft kommt wieder öfter R6? Es gibt öfter R6? Bei mir, es gab mal öfters R6. Es gab mal früher ein Cover Rage, weil ich bei Ubisoft auch in Frankreich war beim Event. Für Rainbow Six. Und es ist ja auch ein gutes Spiel. Aber es ist halt nichts, was ich jetzt viel spiele. Shooter macht mir immer so ausgeglichen und zufrieden. Deshalb kann ich sowas nicht spielen. Ich mach mal an hier, ne? Bist du. Du Arschloch! Ihr müsst den Marathon noch einsperren. Hallo, wir wollten nicht aufheben für später. Ich verteidige komplett aus. Mach dich schon mal bereit. Baratur, Solarius will anfangen. Geh mal rüber. Ich halte die Monster auf, während ihr die Welt neu bevölkert. Du hast ja immer noch deine Klamotten an. Ja, das geht nicht. Halt. Oh, jetzt habe ich wieder diese ganzen Sexismus-Vorwürfe. Ja, dann kriegst du doch ein D-Abo. Ich hab da Löcher mit drin. Kleopatra hat nicht in Eselsmilch gebadet. Die hat, in Kuhmilch, glaube ich, Milch gebadet. Vor allem gibt es immer noch Badezusätze mit Milch und Honig und das ist wirklich sehr gesund für die Haut. Du kannst ja auch eine Milch-Honig-Maske machen. Was das denn? Irgendwas hat sich durchgesprengt. Explosivviecher können sie auf an Wände herziehen, dann zerstören sie mal halt.
Boah, selbst die hart gepanzerten. Das Explosive aber explodiert, dann können wir doch einfach ein neues anhängen, oder? Ich glaube, Solaris hat den Ton vom Spiel zu laut, weil er immer ganz leise ist. Oh, ich bin fast hin. Ich bin hin. Nein! Sie ist ready. Warum hebst du sie auf? Alter. Sie Wenn sie die Blutung hätte jetzt stillen müssen, das wäre unsere Chance gewesen. The miracle of modern medicine. Oh, jetzt kommen wieder die ganzen Vorwürfe, da ich meine Freundin brauche. Wahrscheinlich Mausrad bei dir drücken, genau. Was ist dann? Ich weiß, dann bin ich meine Spezialfähigkeit, dann kann ich den hochschießen. Aber dann lässt du lieber Barato vorher sterben, sehr gut. Oh, jetzt hab ich mir aus Versehen selbst einen Schuss gegeben. Warum wolltest du heute noch Curling spielen? Nein, ich weiß das doch. Barato lag doch gerade erst auf dem Boden. Man nimmt doch das lieber als Rescuer, wenn jemand nicht erreichbar ist, und dann schießt den nochmal nach oben. Oder du heilst ihn bevor er... egal. Du bist Profi, du weißt, was du tust. Stay sharp. Got incoming. Don't leave any of them standing. Die Silhouette kann man ausstellen. Ja, ich weiß sowas nicht. Tut mir leid, ich spiele dafür zu wenig Rainbow. Aber ich finde die Silhouette jetzt nicht negativ, weil das ist ja hilfreich, den Teamkameraden zu erkennen. Vor allem... Prolerius sagt uns, wir sollen das Licht ausschalten und der selbst funzelt die ganze Zeit hier rum. Ich hab nur gesagt, man kann's machen. Ich wollte es dir nur sagen. Ah, ich dachte, man kann jetzt mit dem Besen was anfangen. Ich trink erstmal ein Stück Cola. Du willst doch nur auf dem Besen reiten. Übrigens, Solarius ist in-game Prolarius. Diese Übertragsleistung muss jeder selber hinkriegen. Ich wollte nur helfen. Ja. Das war doch gut gemeint. We've got a lock on Jaeger's location, but the area is swarming with enemies. Get over there and extract them ASAP. That strange noise at the end of Jaeger's message. What do you think it was? Heads up, we've got hostiles incoming. Eliminate any and all tangos. Reloading, cover me! Ah, jetzt weiß ich, wie die Infektion passiert ist. Das passiert, glaube ich, wenn man nicht die Vorhaut reinigt.
Zuerst wird das ein bisschen fester, dann geht die Fahrt nicht mehr und dann wächst hier einfach so ein Panzer. Also Kinder, immer schön vor und zurückziehen, wenn ihr unter der Dusche seid und das Magma da rausholen. Meinst du Mozzarella? Smegma ist der richtige Fachbegriff dafür, für den Stinkekäse. Und sowas weiß man einfach. Ich dachte, die Zombies sind ekelig. Jetzt, wo man weiß, woraus sie sind, sind sie noch ekliger. Ey, mein Licht ist wieder angegangen. Ich sehe gerade, wir machen einen riesen Fehler. Wir sind im TS auf im Civilization Channel. Oh mein Gott, gut, dass Jodl das nicht mitkriegt. Können ihn hier mal anrufen und weg. Ja, mach das. Falls Jodl dieses Video später sieht, wir sind nicht im Civ Channel und darüber hinaus, ich habe deinen dämlichen Kick Countdown für die Channel alle rausgenommen. Das denn? Juhu. Damit hier keine Leute mehr vom TS gekickt werden, wenn die idlen. Beziehungsweise wenn die mal 5 Minuten AFK sind. Danke. Refill over here. Ready to re-engage. Weil es haben sich ein paar Leute beschwert, dass wenn die mal 2 Minuten nicht reden, vom TS wieder runterfliegen. Warum legt sich Baratun? Oh, jetzt ist die Zeit. Ich leg mich noch da drunter. Okay. Oh, das ist aber eine schöne Szene. Du spielst Tobey Maguire und du bist die Rothaarige. Warum hab ich rote Schuhe an? Keine Ahnung, aber geh mal an dieses... Das ist das Einzige, was du grüne Ding da individuell tragen darfst. Meine Supplies sind voll. Ach so, dann mach die Tür auf. Okay, Moment. Du nicht ausgerüstete FBI... Du hast doch gesagt, ich soll die Tür aufmachen. War das etwa falsch? Nee, eine gute Idee eigentlich. Zugriff! Zu spät, sind schon wieder draußen. Was diese gelben Dinger wohl gefrühstückt haben, dass die so explodieren? Ich würde sagen, gelben... Haferflocken vielleicht? Nestle-Produkte, deshalb sind die bei Edeka aus dem Sortiment genommen worden. Das ist der wahre Grund. Das wird bestimmt noch ein Spaß. Was meinst das rausnehmen der Produkte? Meinst du jetzt, überrennen die anderen Supermärkte, weil, die normalgewichtige, sich jedenfalls normalgewichtig fühlende Edna nicht mal in ihr Nutella-Glas kommt bei Edeka? Ja. Ich weiß noch, was sie gut gemacht haben, als wir mal einen Streit mit Coca-Cola hatten. Da sind sie auch überall gegangen, um ihre Cola zu kriegen. Boah, es ärgert mich bei Rewe so, dass die... Hui, die Mutter! Dass das Cola-Regal so selten aufgefüllt wird. Da musst du ständig nachfragen, wenn du da einkaufst bei mir. Wie viele Paletten kaufst du denn immer gleichzeitig? Ich sollte wirklich Vorrat kaufen. Ich gehe rein und nimm einfach 4 mit. Obwohl Kasten wird sich wahrscheinlich eher lohnen bei mir. Ich bin ja noch jung. Ich muss ja nicht die 2 Liter PET-Flaschen mitschleppen. Vor allem kann man dann schön sich einen Kasten zusammenmixen. Da kann ich mir auch mal eine Sherry Coke dazu nehmen. Und eigentlich sind die Flaschen, die mehrfach verwendet werden, noch umweltschonender als der PET-Kack. Die Energie, die dabei beim Recyceln verschwendet wird, darüber will man gar nicht mal nachdenken. Aber da hat auch wieder nur die Bequemlichkeit des Kunden gewonnen am Ende.
Das ist sein Apex. It's been a long time since my last emergency extraction. Nee. Busbau? Apex, was steht darauf? Warte mal. Apex und Sternum oder was steht da auf deinem? Apex war das. Apex? Oder auf mir? Ich bin Apex! Du bist nicht Apex. Du hast hier Sternum und Apex, dein Defibrillator. Aber ich habe gerade einen getötet, der ist Apex. Wir sind die Zombies. Außerirdische. Infizierte. Ja, du hast die Videos nicht gezeigt. Nur Packs geöffnet und die Videos nicht gezeigt. Ach, scheiße. Jetzt wissen wir doch gar nicht, warum wir das hier machen. Wir machen das, weil die anscheinend aggressiv sind. Und das Problem haben, dass sie auf Öl leben. Tür wieder aufmachen. Ups. Der Auto-King. Oh, man kann die Flamingos zerschießen. Ja. Oh, die Schildkröte aber nicht. Ich muss erstmal kontrollieren als Spieletester, was man alles kaputt schießen kann. Ja, der Ball ist natürlich unzerstörbar. Ja, was erwartest du? Battlefield 1? Den musst du messen. Dafür kannst du in dem Spiel ja Billard spielen. Das konntest schon in Duke 3D. Es gibt in, bei Coastline einen Billardtisch mit Billardkugeln drauf. Die kannst du mit der Waffe reinschießen. Nein, dank PET-Flaschen machen Supermärkte einen super Gewinn. Das ist der einzige Grund, warum PET sich auch noch durchgesetzt hat, beziehungsweise stark beworben wurde, anstatt Glasflaschen. Weil die werden im Supermarkt gepresst und verkauft. Diese Plakate mit diesem, ja, das ist der Zyklus unserer PET-Flasche sind totalerer Mumpitz. Heilung, Heilung. Wer bist du? Der hier. Tja, Baratur stand im Weg. Ich hatte aber auch welche nötig. Die werden zu Würfeln gepresst, nach Afrika gebracht und da ins Meer geschmissen. Und deshalb sind die Weltmeere vergiftet. Ready to go. Ja, und die machen daraus diese Tragetaschen und die kannst du dann an der Kasse kaufen. Die Plastiktasche wieder? Ja. Ja, Gott sei Dank haben wir da unser Problem gelöst, indem wir alles nur noch in Baumwolltütchen kaufen. Okay, Jäger lebt wieder. Ach, wir hätten das erst absichern müssen, verdammt. Es hat alles Vor- und Nachteile. Aber Plastiktüten sind halt nicht das Problem gewesen. Eine Plastiktüte vermodert zwar nicht, aber ist, sag ich mal, tausendmal besser als ein Kaffee-to-go-Becher. Ein Kaffee-to-go-Becher zersetzt sich nämlich so gut wie gar nicht, glaube ich auch. Weil der ja diese Beschichtung hat. Und anstatt, dass die Gesetzgebigkeit einfach mal sagt, okay, wir machen das Geschäft jetzt nicht kaputt von denen, aber wir sagen, der Verkauf in Plastik, in solchen Plastikbechern ist untersagt in Deutschland einfach. Und stattdessen soll das mit langfristigen Lösungen halt so Cups so mitnehmen gelöst werden. Dann kann man sich halt den Kaffee direkt in so einen Cup einfüllen. Das ist kein Problem. Die meisten Kunden in so einem Kaffeeladen kommen doch eh immer wieder. Da glaube ich, dass nicht mehr so ein Riesenverlust wäre. Sehr schön, im Chat sagt auch einer, das Plastik geht nach Asien und daraus wird Kleidung. Wahrscheinlich solche Kontaminationsanzüge, die wir gerade tragen.
Es ist schon eine ganze Zeit her, dass ich mich mit dem Thema befasst habe. Es sind meine Aussagen jetzt gerade nicht 100% ernst zu nehmen. Du hängst eher direkt auf ihm. Oh nein. Leute, die auf dem Boden liegen, wieder hoch. Ich weiß. Alter, hat der mich geschollt, Leute. Habe ich vorhin noch erwähnt. Aber ich habe es einfach nicht gemacht. Upsala. Ich kann mich sogar selbst wiederbeleben. Ja. Und mich vom Gegner in die Ecke schleudern lassen. Wow, wir haben es geschafft! Alles mein Verdienst. Ist Jäger direkt mit dem Hubschrauber in das Kraftwerk geführt? Stand by for debrief. Ja. Wow, was mein Verdienst. Abstürzen, erstmal Kaffee holen. Aus PET-Flaschen wird Nylon, vereinfacht gesagt. Das hat gerade noch jemand geschrieben, bin Stadtwerker. Wir haben zwei Verbrennungsanlagen und ein großes Stahlwerk nebenan. Da gehen die gelben Säcke LKW-weise rein als Brennstoff. Denn der Müll von heute brennt nicht. Also müssten wir mit Öl zuheizen. Da ist der gelbe Sack billiger. Die Stahlwerke nutzen den auch. Tja, top. Und dann machst du einen so großen Schornstein oben drauf, dass das irgendwo runtergeht, wo es uns nicht interessiert.